Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Foundry. Wir sind am Weg zu unserer neuen Base. Wir haben alle möglichen Sachen mit, damit wir alles, was wir hier zerkleinern und rumtun, schnell bei Hand haben. Das ist prinzipiell so ziemlich fertig, da alles dort. Also fertig. Es ist leer. Wir haben die Grundversorgung angegeben. Es ist wie eine leerstehende Wohnung. Eingerichtet. Gehört es doch. Die Anschlüsse sind da. Da werden wir jetzt mal schauen, was wir da hinbringen. Wenn es zum ersten Mal dann dieses komische Omio... Echt, wie heißen die? Olumit verarbeiten. Was anscheinend durch Fracking daraus geholt wird. Aber als erstes möchte ich hier meinen Dank aussprechen. Nee. Alles mal von dem Zeug darüber. 200 nehme ich mit. Ich möchte das nämlich... Das ist meine Mini... Ich werde hier die Standard-Dinge umarbeiten mit solchen kleinen Maschinchen. Das sind aber, wie schon gesagt, nur meine... Ich passe ein bisschen drauf auf Sachen. Damit ich es bei Hand habe, wenn ich es brauche, Teile. Kann man sie auch nennen. Okay, passiert mit dem was, wenn man das... Kann man das überhaupt schmelzen? Jetzt wieder anders hinlehnen. Ich lehne ganz doof da irgendwie. Wir können ja dabei... Ne, können wir auch nicht. Lol. Okay, ich muss es mal abbrechen. Ist so. Ich glaube, wir verwenden wieder die Einser. Ich sehe, es gibt derzeit noch nicht wirklich einen Grund, Zweier zu bauen, finde ich, außer dass viele Material verschießt, aber gut, okay, scheiß drauf, bauen wir die Zweier. Sehe aber wirklich derzeit keinen Grund. Der macht jetzt die Platten, genau. Ich denke, da kann ich ja sogar näher ran. Komm ich ran. Hier raus. Ist die Dreier-Variante. Man kann hier out. In und kann die einfach so verbinden. So weitergeht, baue ich wirklich die kleinen wieder, weil das ist mal gerade ein bisschen zwider, muss ich fast schon sagen. Passt. So, passiert etwas? Kann man die überhaupt verarbeiten? Ich weiß, das ist ein zerkleinerer. Nee, auch nicht. Stellen wir mal einen her. Reiner kurzer Test. Nö, der. Okay, der kann das im Allgemeinen nicht.
So, dann geht's los. Stellen wir mal so ein Teil auf. So, was macht das? Okay, Moment. Wir haben hier drüben ja einiges Platz. So, jetzt. Wir haben Input. Geh weiter. Komm. Input, Input, Output, Output. So, machen wir es so. Eingang. Eingang, Ausgang, Ausgang. Ja. Testen wir einfach mal, was passiert, wenn wir hier was anschließen. Ah ja. Flüssigpolymer. Sag bloß, das Ding hat Sinn. Nö, weil ich kann kein Gas anschließen. Gasfackel. Hört sich brauchbar an. Ja, eine Erklärung vorher wäre praktisch. Ne? Gasfackel hat die Aufgabe, unermüdliche Flüssigkeiten Gas zu vernichten, indem sie verbrennt werden. Welches Rohr du auch immer an eine Gasfackel anschließt, sie wird den Inhalt ansaugen und zerstören. Okay. Das ist auch ein Input. Und dann. Reiner Zufall, dass sich das jetzt genau ausgeht. Cool, die Gasfackel sagt das weg und das andere kann man jetzt wieder hier raus in den Behälter geben, oder wie?
Leute, das klingt irgendwie alles nach einem Plan. Was absolut nicht nach einem klaren Plan klingt, ja, ist die Tatsache, dass ich hier irgendwie auf immer nur auf der Seite, wo der Bildschirm ist, auch mit was reingehen kann. Also die den Eingang habe und auf der gegenüberliegenden Seite hier aber. Oh. Ja, aber bitte schaut's einmal. Achso, ich habe den Würfel nicht gesehen. So wie hier rechts sieht man den. Okay, mein Fehler. Ja, war mein Fehler. Ach, komm schon. So, jetzt haben wir hier mal flüssiges Polymer. Sehr geil. Polymerplatte, Säure, Flüssigpolymer, das weiß ich auch, wo es herkommt. Das könnte man schon herstellen. Und da, so, da hängen wir jetzt eine Gießerei ran. Dann hätten wir ja schon mal wieder mehr. Und wir bauen einen zerkleinerer. Jetzt wo ich weiß, dass das mit zerkleinerer geht, müssen wir natürlich auch hier einen zerkleinerer ranmachen. Ich kann das halt nicht sehen, wenn da was nicht arbeitet. Ich meine, damit man jetzt keine stillstehenden Bänder, die gibt es das öftere bei mir, das weiß auch jeder. Ich weiß noch nicht, für was ich es brauche, aber es wird schon Sinn haben. Was ich weiß, ist, dass ich mal hier kurz mal das Netz anschauen muss. Was kommt hier? Hier. 1,8 Megawatt 5 schafft er. Das sind die vier Lader. Warte mal. Das sind. Die hängen direkt an den tiefen Pumpen. Okay. Thermisch hier Lader. Keller. Ne, Bergpatrone. Das ist der Keller. Das ist dann wahrscheinlich... Ah, wird passen. Gut. Zu YouTube. Ich nehme mich kurz raus.
Ich hole mir nur geschwind genug von den Platten und baue hier weiter. Ja, bei dem Bebop Bank was fertig. Dann schauen wir uns das auch kurz an. Bebop. Wir haben es geschafft. Wir haben herausgefunden, wie man diese Energiezellen herstellt. Oh, ich kann es kaum erwarten, das Rätsel um das Missionskommando zu lösen. Neue Bauindustrie. Großartig. C3BB hat uns gerade die notwendigen Baupläne für Bau- und Transportschiffe zur Verfügung gestellt. Damit können wir nicht nur die Raumstation reparieren, sondern auch riesige Gebäude errichten, die unsere derzeitigen Möglichkeiten übersteigen. Freue ich mich. Das wird geil. Das wird so dermaßen cool. Freue mich richtig schon. So, dem lasse ich gleich wieder in der Base. So, sind wir wieder hier. Mal hier mal bis. Machen wir es so. Machen wir das so. Passt. So, haben wir mal die Gießerei hin, weil ich weiß jetzt hier nicht, was da jetzt auf mich zukommt, genau. Outputten tut's eh von überall, also. Da ist der Bildschirm. Mach das mal hierher, ein bisschen versetzt, weil ich da Platz habe. So. Man muss immer rechnen, in dem Spiel hat man ja ziemlich viel. Warum habe ich eigentlich? Man hat in dem Spiel ja relativ viel. Mit die, wegen dieser Ausläufer, diese Lader, relativ viel Platzbedarf. Das heißt, man sollte es nicht übertreiben immer. Wenn man die Möglichkeit, Platz zu sparen hat, sollte man es auch tun. Oh. Teilweise ist sowas schon ein bisschen schwer. Tausendmal drehen da. Vor allem, weil es ja auch prinzipiell nie passen kann. Muss ja immer irgendwie schief sein. So, Polymerplatte! Zeug blöd. Warum? Was ist der nicht festgelegte Eingang dann gut? Egal. So, geschafft. Wir haben einen Behälter. Oh, das Gewächshaus müssen wir auch noch machen.
mal ein bisschen abseits hier herstellen. So, Polymerplatten. So, was war nach Polymerplatten? Das müssen wir sich jetzt mal anschauen. Jawohl, wir können Solarmodule machen. Batterie. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Jetzt können wir auch die großen Strommasten machen. Die Leiterplatinen. Können wir schon mal elektrische Komponenten herstellen gehen? Mit die Fertiger. Jetzt ist nämlich nur die Frage. Auch mal Glas. Ich schmelze aus Schotter. Das ist das, was da daherkommt. Mineralgestein. So. Zerkleinerer. Haben wir keinen? Nee. Out. In. Schotter. So. Der darf den Schotter. Das war fürs Glas, ne? Ja. Schotter gehört in die Schmelze und machen wir gleich Glas. Machen wir hierher. Schaut hübsch aus. Schmelze haben wir sogar. Optimal, würde ich mal sagen. Wenn wir hier gleich nochmal
So cool, wie das rumfliegt. Outgoing. Ingoing. Also, anderes halt. Nicht out. Das sind wieder meine kleinen Aufbewahrungsboxen, die ich so gern habe. Oh ja. Da war ja was. Diese Dinge kennen sich mit den Ausgängen nicht aus. Jetzt tut er alles darüber und gibt nichts mehr hier in die Produktion rein. Was ziemlich dämlich ist, ehrlich gesagt. Okay, Leute, kurz mal umbaut, Professorium. Das geht jetzt leider nicht anders irgendwie, aber ich muss das jetzt so machen. Ich nehme hier einen Output. So viel zu meinem engen Rumbauen. Einen Output. Sage hier, links hat Priorität. Mache hier einen Input. Und yay, win. Wenn hier ein Rückstau entsteht, darf er jetzt den Rest hier rübergeben. Seht ihr? So ist es okay. Sollte ein Rückstein stehen, alles okay. Schon mal nicht schlecht. Produziert das. Er produziert die Polymerplatten. So. Für die Solarzellen, die ich dann gerade brauche, bräuchte ich Glas, wird hergestellt. Energiezellen. Ah, hier. Ein Flüssigkeitsfertiger. Mit Xerophytplatten, Glas, Olomitsäure ist fies jetzt. Ignumpulver, Gas und Wasser. Ja, kein Problem. Wir werden das richten. Du glaubst, du kannst mal was Fleiß machen, Spiel? Glaubst du aber auch nur. Genau so.
Mich würde wirklich der Durchfluss hier interessieren, was dieses K, dieses Ding schafft. Schreib's mal nicht hin. Das finde ich fies. Das finde ich nicht wirklich fies. Pumpen laufen. Was so viel heißt wie... Wenn das bis hierher ziehen. Auch hier? Wo ist denn diese komische Anlage? Da. Destillieranlage. Dann schauen wir weiter. Die stellen wir mal einfach hier her. Echt gut, dass ich schon so viel von die Teile hergestellt habe. Destillieranlage, wir brauchen einen Input, kommt von der Seite. Nehmen wir ein bisschen Spielraum. Nehmen wir zwei Kästchen rund um Spielraum. Hier werden wir noch ein Gaslager machen. Einfach nur, weil ich weiß, Silas Factory hat jetzt dann irgendwie sinnlos gewirkt, aber hier muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal mal gedacht, gut, dass ich da so einen Puffer dazwischen habe. Keine Ahnung. Es ist jetzt ja auch nicht mörderteuer oder schwierig. Passt gut.
Ich weiß nur, wir brauchen ein paar Rohre. So. Und gar nicht allzu arg. Ich sag, ich weiß nur nicht, was die Dinger hier fördern. Ich meine, 1800 ist schon heftig. Was passt in so ein Rohr rein? Wenn ich jetzt ein Rohr ranmache. Das ist jetzt die Füllmenge vom Rohr. Ich check's nicht. Ich häng einfach mal zwei zusammen, weil das hat letztes Mal auch halbwegs funktioniert. Es könnte natürlich sein, dass irgendwann einer kommt und sagt, Lavara, das ist unnötig, was du da machst. Ja, dann... Wenn das mir wer sagen kann, bitte, dann sagt's was. Stellt es noch her? Nö. Aber jetzt. Das ist genau eine Speishöhe, was ich da gemacht habe. Das hätte ich da drüben nämlich auch gemacht. Da habe ich es mir gedacht. Ich sage nichts, vielleicht fällt es keiner auf. Mein Leuch ist wahrscheinlich hier trotzdem aufgefallen. Ich mag das nicht, wenn ich da sonst nicht drunter durchlaufen kann. Ja, yeah. Auch die Batterien fertig. Ich sag's aber gleich. Wir werden noch ein bisschen brauchen, bis wir die Batterien haben. Hier ist die Scheißhöhe. Sehr geil. Mal gleich wieder die Backe hierher. Fünf mal fünf brauchen wir das sowas. So.
2, 3, 4, 5. Nein, nicht. Eine rechts. 5 so fucking hergestellt. Boah. Ja. Wir bauen hier wirklich jetzt, wir sind im Turbo-Modus, also wir geben hier wirklich gerade Gas. Dass wir da möglichst viel hinbringen. Ja gut, ich kann da eh durch. Und das passt mir dann, ja. Jetzt haben wir gerade wieder gedacht, das geht sich nicht aus. Flüssigkeitstank. Der befüllt sich. Aus. Ah, oh, gibt einen eigenen Abgasausgang. Ach komm schon. Immer wenn da steht nichts festgelegt, denke ich mal, es ist egal. Anscheinend nicht. Was ich ein bisschen verwerflich finde, weil wenn da schon steht nichts festgelegt, ja, dann erwarte ich mir aber eigentlich schon, dass ich dann da anderes auch ranhängen kann, nicht nur.
Passt. Verheizt alles mit zwei Anschlüsse. Jetzt haben wir aber ordentlich. Bis deppert, die Base wächst. War nicht ohne. Wuhu. Gut, wir haben hier jetzt Motherfucking Special Gas. Nö. Die Säure stellen wir gerade her. Chemischer Verarbeiter. Den bringen wir heute noch hin. Oder auch nicht. Je nachdem. Zuerst die Leiterplatte. Polymerplatte, fertiger. Elektrische Komponenten, Technumstäbe, Drahtspule, Technumstäbe. Nicht runterzahlen. Ich werde jetzt einmal vorsichtshalber immer unter die Geräte nur einfach mal einmal das Teil, das große herstellen, so. Und erst nur für die Anschlüsse dann erweitern, damit ich mal da halbwegs hinkomme. Ich schaue eigentlich die ganze Zeit überhaupt nicht auf den Strom. Geht sich das überhaupt noch aus, was ich da mache? Ich meine, anscheinend, sonst würde es nicht laufen mehr, aber... So, wir brauchen hier... Das will ich jetzt so bauen, was mir gefällt. Ich weiß, dass man das vielleicht früher oder später wieder das Knack bricht, aber... Weil einen Puffer habe ich dazwischen jetzt hier keinen. Es wäre ja möglich, hier einen Puffer zu basteln. Sogar recht easy. Aber... Nö. Der verbraucht 30 Stäbe. Ja, 60? Stellt aber nur 20 her. Ist die Konstruktion von mir jetzt hier schlecht? Moment kurz. So, Idee in meinem Kopf gewachsen.
out, in, das hat passt. Und der braucht jetzt aber diese anderen. Nur werde ich das jetzt mit einem zweiten Smelter machen. Und einfach von hier nochmal ankoppeln. Komm schon. Weil das... Es bringt sonst nichts. Es ist sonst unnötig. Ich habe nämlich das Problem, dass ich zu wenig schnell herstelle. Umsetzen muss, verstehe ich sowieso nicht. Aber so läuft es jetzt. Das Problem wäre gewesen, dass der, wenn er hier rein, da rein tut, der nicht aufteilt, links, rechts, links, rechts, links, rechts, der Container selbst. Ja, da hätte ich einen Splitter braucht, einen Überschuss-Splitter. Das Problem ist, der würde dann nur da reingehen, der würde warten, der wird immer drüber und der gar nicht mehr produzieren. Das heißt, ich muss die abkoppeln. Das heißt, einen zweiten hier haben wir, dann passt das so. Das schaut schon mal gut aus. Jetzt haben wir hier die Fertigung von der Elektroteile. Und jetzt können wir langsam, aber sicher. Hier rauf gehen. Und können beginnen mit der Leiterplatine. Polymerplatten haben wir, einen zweiten Fernfertiger ran. Dann schließen wir das für heute ab. Wir sind eh weit gekommen. Solarzellen fehlen uns noch, die Transformatoren, die großen. Als erstes brauchen wir jetzt die Leiterplatine. Es ist nun mal einfach das Teil, was mir jetzt gerade am meisten abgeht. Stelle ich das hier her mit ein bisschen Respektabstand dazwischen. Input. Output. Hat er. So, und jetzt bauen wir von hier noch einmal Strom ran, Output. Erweitert man dann noch? Nein. Weil wenn ja, müssten wir rauf auf das Ganze da jetzt. Ah, das kann ich noch immer. Sollte ich den Platz brauchen, kann man ja noch immer schnell mal die eine aufheben und dann wieder in die Höhe zahlen. Läuft. Leute, das war's. Wir haben hier die absolut geilsten Dampffabriken jetzt auf die Schnelle hier aufgestellt.
Das hätte ich nicht gedacht, dass das so gut geht. So schnell. Aber wir haben auch im Vorpart wirklich gute Arbeit geleistet, muss ich sagen. Ich lobe mich da gerade selber, ich weiß, aber das haben wir wirklich gut gemacht. Also es läuft jetzt. Wir haben jetzt die Leiterplatinen. Durch die Leiterplatinen. Okay, das geht nicht. Könnten wir theoretisch Solar... Nee, da brauchen wir die Energiezellen dafür. Energiezellen brauchen wir. Sehr viel Platten. Die elektrischen Komponenten haben wir. Ich sehe gerade... die elektrischen Komponenten gerne auch einen Behälter abgekriegt hätten. Ja, dann reicht ein kleiner. Nee, ein großer. Ich ärgere mich noch grün und blau, weil ich das nicht draufgesetzt habe. Ich wette mit euch, ich ärgere mich da noch. Ich ärgere mich wahrscheinlich auch, warum, weil ich es jetzt nicht gleich gescheit mache. Aber hey, ich war ja noch nie für die klügsten Entscheidungen bekannt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ja am Anfang immer alles nur so in den Dreck gebaut. Das schaut ja auch cool aus. Ich finde das cool. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, dass ich eigentlich völlig easy nicht dauernd immer den Strom für diese Loader hier bauen muss, weil eh alles unter Strom steht, ist das schon cool. Auch. Und sobald das ansteht, läuft der hoch. Perfekt. Gut, Leute. War geil. War schön. Ihr Fernsehen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut ein Abo-Like rein, würde mich freuen. Dann gibt es bald mehr Community-Server. Update müssen sein und geht schon. Und Key-Giveaway morgen. Schenkt mal wieder einen Key. Wir sehen uns dann auch auf Twitch. Gern gesehen. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Abo, Like, Comment. Nicht vergessen. Adios. Ciao.